dafür ist es ein ganzer Block. Es ist gar nicht so schwer, du. Ja, es geht doch, oder? Ja, jetzt nicht schlecht. Jetzt haben wir die Teile mal mitgebracht. Und zwar, das Kurbelgehäuse ist eigentlich das wichtigste Bauteil. Ja. Weil wir natürlich hier die Besonderheiten uns sehr gut ansehen können. Ja, auch Baumaße, ne? Also, genau. Ich denke mal Reserveradmulde. Das ist die Reserveradmulde. Das gibt's nicht. Wir sind ja sehr flach in der Bauhöhe, ja, weil wir ja eine stehende Kurbelwelle haben, vertikal. Ja. Das heißt, die guckt hier im Grunde genommen raus. Ja, schon klar. Sonst steht er ja anders. Und arbeitet so, ne? Und genau, arbeitet so. Also hier sind die beiden Zylinder, kann man sehen, links und rechts. Okay. Hier wird das Kühlwasser letztlich umströmt. Also Open Deck, also Open Deck Konstruktion, genau, ist nass umströmt. Okay. Ah, ich sehe schon Nockenwelle. Aber mit Stößeln? Da sind die Stößelstangen drin, sehr richtig. Und hier unten ist im Grunde genommen der Raum. Und ihr seid in der Lage, mit Stößelstangen das Ding so leise zu bauen? Ja. Unten liegt eine Nockenwelle. Ganz, ganz einfacher Aufbau. Nicht zusammen jetzt, mit der FFV. Jetzt hier ein Lussi von mir verdient. Ja. Okay, gut. Weiter geht's. Okay, was ist jetzt besonders? Besonders ist, dass wir im Grunde genommen alles in einem Gehäuse integriert haben. Mhm. Wir haben links und rechts die beiden Generatoren. Zwei Generatoren. Zwei Generatoren. A 15 kW. Die haben wir getrennt, damit wir die in diesem Bauraum unterkriegen. Ja. Elektrisch ja. sind die. A15 kW. A15 kW. Mhm, okay. Also 15 mal 2 sind 30 kW. Ja. Und wie gesagt, getrennt, damit die in den Bauraum passen. Ja. Elektrisch sind die aber kombiniert, wirken also in Serie dann ja, ist schon 30 klar, kW. Ist schon klar. Des Weiteren haben wir einen gemeinsamen Kühlkreislauf. Kannst du hier sehen. Also wir umströmen. Ich sehe schon, hier die Kanäle genau. gehen hier rein und die sind halt auch relativ nah, sind sogar in Verbindung mit dem Kreislauf von dem Verbrennungsmotor. So ist das. Wir kommen von der kalten Seite zunächst und gehen in die Generatoren rein, weil die ja kälter sind. Okay. Und von da aus gehen wir dann nachher in die beiden Zylinder von dem Verbrennungsmotor. Okay. Boah. Warum vibriert der nicht? Weil? Also ich verstehe es nicht. Gerade ein V2, gerade der will richtig Rumble, Dumble, Tumble machen da hinten. Und der macht ja gar nichts. Warum ist der so ruhig? Warum ist der so ruhig? Das ist die Frage. Du kannst hier nochmal die beiden Generatoren sehen, da und da. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Es ist hier in dem Kurbelgehäuse drin ein großes Zahnrad, was die beiden Zahnräder antreibt, die unten an den Generatoren sind. Also rechts laufen, links laufen. Genau. Das ist der Trick, weil die Kurbelwelle dreht in die eine Richtung und die beiden Zahnräder drehen im Gegensinn. Ja. Und durch die Gegenrotation werden die störenden Vibrationen ausgeglichen. Aber auf null? Das Aggregat ist äußerlich in Ruhe. Hä, hey, da habe ich gespürt. Ja. Also ganz kurz. Die haben aber keine Exzentergewichte. Die haben also keine, wie so eine Ausgleichsnockenwelle, die haben keine Gewichte, die quasi gegen die Kolben, weil die Kolben haben ein Gewicht, die Pleuel haben ein Gewicht, Kurbelwelle hat ja auch ein Gegengewicht. Und all das wird aufgehoben aufgrund der beiden Generatoren, die gegenläufig laufen. So ist das gemacht. Und zwar genau so, dass das Gewicht letztlich kompensiert wird durch die Generatoren zum einen, aber auch zum anderen durch Ausgleichsscheiben oder Gewichtsscheiben, die wir oben auf die Generatoren aufbringen. Das heißt, die haben eine Fliehkraft? Nein, die rotieren zentrisch mit. Das ist nur, um eventuelle Gewichtsunterschiede auszugleichen. Boah. Die gehören also mit den Generatoren sozusagen in einem Block zusammen. Also kein Exzenter. Dann ist er aber pfiffig. Ist geil. Dreisatz. Das heißt, wir haben Zahnradantrieb, aber zur Nockenwelle hin haben wir einen Riemen. Genau, das ist der Antrieb vom also der Steuertrieb. Zwei Ventilkopf. Zwei Ventile. Ganz, wie gesagt, ganz einfacher, simpler Aufbau. Weißt du, was hier für mich fehlt? Was fehlt? Ein Turbolader. Ja, kann man machen, wenn mehr als 40 kW Leistung gewünscht sind. Das wäre der Aufbau dann. Ladedruck. 30 geht jetzt schon, 40 wäre die Option. Aha. 50 mit dem kleinen Turbolader. Und mit dem großen 100. Ja, mit dem großen noch mehr, ja. Aber da muss, ja, man bisschen, übertreiben. Da muss man nicht übertreiben, eben. Okay. Was wiegt das ganze Ding? Mit den Teilen hier drin 65 Kilogramm. Ja. Das wäre das, was es im Auto dann an zusätzlichem Gewicht mitbringt. Okay, Wasserkühler vorne. Ist im Fahrzeug drin, gehört nicht dazu. Ja. Käme noch dazu. Ebenso wie der Tank, genau. Wie der Tank, wie viel Liter Tank war nochmal? Wir haben jetzt in dem Fahrzeug 20 Liter, aber das ist ja je nach Reichweite beliebig einzustellen. 20 Liter. Das finde ich schon schön. Also ich finde es wirklich eine geile Erfindung. Und vor allem so kompakt in Reserveradmulde Motor bauen. Das muss dir mal einer sagen, das wird doch jeder abwinken. Der Witz dabei ist, dass und beides thermisch? Zusammen eins ist. Ja, der entwickelt ja auch außen Wärme. Der strahlt ja auch Wärme ab in die Reserveradmulde. Ja, aber der hängt ja unten frei unterm Fahrzeug. Also das kann unten abgestrahlt werden. Der, ach liegt so. Ja, der liegt ja im Fahrtwind. Ach so, das heißt, die Reserveradmulde wird abgetrennt quasi. Ja. Ah.
Abgasanlage und auch Schalldämpfer müssen ja außen sein. Ja, das die kann klar. man ja nicht im Fahrzeug lassen. Sonst wird es im Sommer, kannst du einen Aufguss machen. Warm und laut. Aha. Aufguss machen auf eine Lüftung quasi. Aber Geräusche werden immer noch nicht da. Das macht mich ja so rammdösig. Du hörst ja nichts, du spürst ja nichts. Haben wir erlebt. Ich bin hast relativ geplättet. Muss ich sagen. Geil. Was gibt's noch zu erzählen? Gut, was gibt's noch zu erzählen? Du kannst hier noch mal sehen auf diesem Bild. Hier sind die beiden Generatoren oben mit den Wickelköpfen. Und das ist die Verbindung dreiphasig des einen Generators zu dem anderen. Mhm. Und die elektrische Zusammenkopplung dieser beiden Generatoren ist zu in Summe 30 kW. Hier ist der Anschluss an das Fahrzeug. Wer startet den Motor? Der Motor wird gestartet über die beiden Generatoren. Also wir fahren beide? Ja. Weil du merkst halt nicht mehr, wenn er anspringt. Aha. Genau. Man müsste ansonsten einen weiteren Anlasser dazu konzipieren, wäre ja Quatsch. Wir können in dem Fall, also wie gesagt, wir können sowohl Strom erzeugen über die Generatoren, als auch eben abgeben im Umkehrschluss. Die Maschine ist, also die Elektromaschine ist in beide Richtungen einsetzbar. Und was soll sowas kosten? Wir denken, dass wir wahrscheinlich für 2000 Euro in etwa dieses Produkt anbieten können. Ich kenne Firmen, die verkaufen Anlasser für 2000 Euro. Nicht schlecht. Und der Verbrauch wäre dann von dem Motor quasi umgerechnet auf 100 Kilometer. Was denn mit dem Ausstoß? Also die Norm. Also was stößt er denn aus? Weil es ist ja ein Verbrennungsmotor. Was? Wie ist der Verbrauch? Ja. Ja. Wir haben jetzt, also es gibt ja diese Norm für diese Art von Fahrzeugantrieb mit Hybridcharakter. Okay. Und da hat er einen Verbrauch von 1,4 Liter auf 100 Kilometer. Mhm. Das entspricht 32 Gramm CO2. Das ist ja gar nichts. Je gefahrenen Kilometer. Muss man überlegen, wir sind auf unserer Road to 95. Und der Kollege macht 32. Was? Das heißt, wenn du den reintust, bist du 2020 immer noch gut unterwegs. Wir können im Grunde damit die Normen, wenn sie in Zukunft sich dann so entwickeln sollten, auch erfüllen. Ganz ehrlich, mir wird heiß. Also ist wirklich schon heißes Thema, Kollege. Ja, das war gerade das Stichwort. Weil heizen müssen wir im Winter ja auch. Richtig. Und wenn man ihn hat, braucht man ja keine weitere Heizung. Denn er stimmt, kann bei Elektrofahrzeugen hast du eine E-Heizung. Das verbraucht wirklich Energie. Verbraucht wirklich Energie. Und wenn er jetzt mal nicht laufen darf, dann muss man elektrisch heizen. Ja. Und da haben wir auch was, nämlich das Thermomanagement bei uns im Haus. Thermomanagement? Genau. Macht aber nicht der Kollege. Das ist was anderes. Neuer Kollege. Neues Produkt, anderes Produkt. Will ich sehen. Willst du sehen? Ja, das macht mich fertig. Damit bin ich fertig. Wir müssen weiter. Wir müssen auch nach Aachen dann. Hast du Zeit? Ja. Dann fahren wir. Fährst du mit mir? Na klar. Schnell. Los geht's. Okay, also, auf geht's. So, ich sehe gerade, ein bisschen Distanz haben wir ja bis Aachen. Ja. Ist es zu fahren? So ganz weit ist es nicht. Aber was gucken wir uns da genau an? Wir gucken uns an unser Thermomanagement-Modul. Also ein Modul, mit dem wir heizen und kühlen können. Okay. Und wir haben ja gesehen, gerade bei Batteriefahrzeugen ist das im Winter mit dem Heizen ein Problem. Weil bei 5 bis 8 kW Heizleistung, die man braucht, ist natürlich die Reichweite entsprechend eingeschränkt. Ja, nur zum Wärmen. Nur zum Aufwärmen ist eben auch. Genau, das kann man anders lösen. Wir haben, das ist bekannt, bei einer Widerstandsheizung im Elektrofahrzeug mit einem kW ein kW Wärme-Output. Mhm. Und wenn wir eine Wärmepumpe einsetzen, bei 1 kW Stromzufuhr 3 kW Wärmeausgabe. Okay, also ein Verhältnis von 1:3, was dann hilft, die Reichweite entsprechend zu steigern. 40% können wir rausholen, das ist das Ergebnis. Das sehen, mit so einem kleinen Ding? Das sehen wir jetzt in einem Fahrzeug der Firma Street Scooter. Okay. Das ist ein kleines gewerbliches Fahrzeug. Das ist eine Firma, die ist aus der RWTH Aachen hier entstanden. Das Auto selber? Das Auto selbst, genau. Die befassen sich in Forschung und Entwicklung und auch Anwendung mit dem Bau von Elektrofahrzeugen. Ausschließlich für den Zweck gebaut. Und in dem Fall hier, wie gesagt, ein gewerbliches Fahrzeug für den Brief- und Paketverteilerdienst. Mit denen arbeiten wir zusammen. Okay. Und zwar in beiden Projekten, sowohl beim Range Extender als auch beim Thermomanagement-Modul. Okay. Die beiden Produkte sind in diesen Fahrzeugen auch installiert. Okay, ja, dann gebe ich mal Stoff, das Ding wie ich. Ja, genau.